Nur wenn auch ein Bier haben. Ja. 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 Okay. Achso. Da sind wir wieder und wir haben uns Pizza besorgt. Yo, viel Pizza. Weil Pizza geil ist. Ja. Ja. Und wir zocken jetzt aber weiter die Story. Genau. Ein Kaktus muss vorlesen. Das war nicht kaum im Moment. Episode 3. Die Rache der Schiff. Kapitel 5. Das Ende der Jedi. Mit dem Befehl 66 hetzt Palpatine der Klonkrieger auf die Jedi. In allen Teilen der Galaxis ermorden die Klone daraufhin ihre Jedi-Generäle. Yoda und Obi-Wan Kenobi haben überlebt und eilen zum Jedi-Tempel auf Coruscant. Sie hoffen, in den Archiven der Jedi Antworten auf diese schreckliche Wendung der Geschehnisse. Yeah. Pizza! Pizza! Alkohol! Alkoholfrei! Warum grinst der? Hey, Digga, alles klar? Nee. Boah, scheiße. Hey, guck mal! Nein, Jedis. Nein. Kein Jedis. Ich hab das Gefühl, das sind Klone. Ja, kann sein. Wir pischen uns jetzt ganz unauffällig an. Ah! Oh, die haben Abend, die haben Sommer, die haben... Ja. Ja. Ha! Hier holt ihr das Leben. Wir haben sie voll fertig gemacht. Hör was? Leben. Danke. Verkehrt. Nee. Ich war zuerst. Ich war zuerst. Ich war so... Da! Na, ich komm nicht ans Geld. Scheiß auf Geld. Da hinten Geld! Geld. Scheiß auf Geld. Da hinten Geld. Oh! Nö. Also, die Pizza ist echt gut, muss ich sagen. Ja, die Pizza ist wirklich sehr lecker. Ist noch warm, aber... Aber ich habe schon bessere gegessen. Sie ist noch feucht. Die Pizza ist noch feucht. Noch jung und feucht. Ach, und verbraucht. Glibberig. Ja, richtig glibberig. Glibberig. So glibberig wie Pizza sein. Glibberig. Nie sein dürfte. Nieren sein dürfte. Wow! Nieren denn. Wisst ihr mal, wie das Zittern ist? Oh, das Masimoto. Dosimoto. Dosimoto. Kalu, tibu, du, tibu. Oh ja. Das ist voll die Zeitverschwendung da vorne, den Scheiß an der Klippe zu machen. Ist mir eigentlich auch gerade aufgefallen. Weil da kommt so gut wie gar nichts raus. Oh, das ist keine Zeitverschwendung. Das war jetzt voll destruktiv und so. Was heißt destruktiv? Ich hab keine Ahnung. Aber ich glaube. Oh, ich glaube. Nein, doch nicht. Scheiße. Wir können nicht hoch genug springen. Selbst Yoda kann das nicht. Nein, Yoda kann das nicht. Oh mein Gott! Druiden. Druiden? Die Zeit der Druiden ist vorbei, mein Lieber. Das ist der dritte Teil. Bald gibt's nur noch Klonkriege. Ich hab ihm das Genick verdreht. Dann konntest du. Ich hab ihm das Genick gefüttert. Nein, ich. Nein, ich was? Ich. 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 Ich hab die Pizza bezahlt. Ich bin gefahren. Ja, das ist auch recht. Ja. Hey, da oben ist 100. Ich hab viel mehr Macht als du. Sesam, öffne dich. Warum lege ich das eigentlich so sorgfältig hin? Ich könnte auch einfach gegenspringen und alles anders. Ja, Oh, ist was! Das ist auch okay. Ja, aber naja. Ja. Ich wusste auch, dass man das kaputt machen kann. Pure Zerstörung ist immer gut. Okay. Alter, das ist noch Geld. Ja, alter Mann, ist gut. Du und dein Geld. Ja, ich bin alt, ich muss an die Rente denken. An die Rente. Mit über 300 Jahren. Yoda ist so alt. Ja.
Yoda ist seit Anbeginn der Zeit dabei. Erschreckend. Ja, Yoda ist älter als Jesus. Er hat sich aber gut gehört. Yoda ist Jesus. Oh mein Gott! Jesus war ein weit grün und hat nicht kein Deutsch gekonnt. Ah! Na. Gewusst wie? Gewusst wie ist das Kunst? Ist Kunst. Gewusst wie, du Mann. Ah! Nixer! Die tarnen sich nicht mal als Jedi, die machen sich nicht mal die Mühe, die Typen da. Ja. Oh. Und trotzdem bringen sie uns um, im Gegensatz zu den anderen Typen. So, und jetzt will ich das da hochheben. Und mir eine Treppe draus bauen. Eine Treppe! Na toll, kommen wir hier nicht rein. Aber da oben gibt es ja nicht so ein bisschen Geld. Ich komme, Yoda! Oh, die Dinger sind cool. Das kann man damit machen. Ich will's berühren. Ah! Wo zur Hölle? Ah! Achso, das sind Gegner. Das sind diese coolen. Ah, das sind die Trainingsbuben. Ich glaube, das war zum Üben für die Jedis, das Ding. Ja, da kann das sein. War's auch. Für die Jedi, für die kleinen Padawane. Die kleinen Padawane eben so ein Ding hoch. Nein, ich meinte eigentlich die kleinen Padawane üben mit diesen Kugeln. Mit den kleinen. Aber die große war auch, glaube ich, zum Üben. Ja, oder übt mit der großen. Ja, das ist halt immer der Größe entspricht. Der Größe von was? Ja, von einem. Und du redest ein bisschen leise, glaube ich. Ah, das ist halt so. Pizza! Oh. Mein Gott! Er hat das letzte Stück Pizza gegessen und die Klonkrieger greifen an. Das könnte nicht schlimmer sein. Wir haben ja noch eine ganze. Ja, ich weiß. Du musst jetzt die andere zusammen. Ja, ich mach jetzt schon. Das Runde muss ins Ecke. Das sind zwei Runde Teil. Wow, sie schwebt in der Luft. Faszination Erde. Moment, das hat überhaupt nichts mit Faszination zu tun. Das ist einfach nur unlogisch. Los, komm mit, alter Sack. Hätt ich mich nicht. Was ist hier? Was haben wir hier? Jetzt fliegen. Okay. Alter Sack, mach! Warte. Ja. Aber wir gehen erst nochmal da runter. Da die Treppe. Los, alter Mann! Verweck dich! Komm schon! Los! What the fuck? Wow! Ich muss dir sagen, du bist gestorben. Weil ich hab Tausender fallen lassen. Alter, was ist denn da? Ich alles von meiner Rente ab. Was ist denn da? Gib mir den Tausender. Wir sammeln mal das Ding. Mit R2. Das sind solche Hänger. Ja, warum bist du auch gesprungen? Das war völlig verschwendet, Alter. Wieder rein. Oh, wir sind in diesem Sitzding. Im Rad der Jedi. Im Radi-Sitzding. Radi-Jeden-Sitzding. Ja. Okay. Und den noch. Da oben ist bestimmt irgendwas. Da ist bestimmt irgendwas. Lass mal den jungen Spund. Also, wenn man jetzt uns beide vergleicht, dann bin ich eigentlich der junge Spund. Deswegen. Oh Gott, das kann man ja. Das geht doch nicht. Wir brauchen jemanden, der direkt da auf den dritten Sessel springen kann, sonst klappt es nicht. Nein, du kannst auch natürlich so auf den dritten springen und dann so auf den vierten. Siehst du, man muss ja schlau sein. Aha. Und dann so auf den fünften. Okay. Und dann hoch. Sehr gut. Wir haben ein Kunststück gemacht. Ja. Da nein, mach weg. Kreis. Geht nicht. Wow. Egal. Aber ich muss sagen, der Rat der Jedi ist aufgeräumt. Wir haben aufgeräumt. Ey, das geht. Wir haben beide Beine schon wieder runtergesprungen. In die Bibliothek! Achtung, Hinterhalt! So. Ah. Ich hab Commander Cody rum. Das war nicht Commander Cody. So, alles Commander Cody. Ne, Commander Cody ist der Typ, den Grievous umgebracht hat, gell? Der dreckige Arsch, der dreckige Arsch da. Commander Cody lebt eigentlich noch danach. Aber echt? Das können wir nicht sehen.
Da oben ist eine Münze, da komm ich. Ja, da kommen wir uns hin, da brauchen wir dunkle Macht für. Oh, noch ein Hinterhalt. Komm schon, Reiter, Mann, helf mir. Ach, viel zu spät. Also auf der anderen Seite. Ah. Ich hasse das, wenn du das tust, gell? Ich mach's aber gerne, also muss ich. Ja, dummer Spaß. Da hinten, da. Ich bin halt alt und gebrechlich, ja. Du bist so langsam. Guck, da war nur jede Menge Kohle. Ja, wegen 10. Du hättest jetzt wohl gerne ein Stück Pizza, ne? Aber dann müsstest du ja die Arbeit machen und müsstest das Ding nochmal. Achso, da müssen wir auch noch gucken. Das ist taktisch. Jetzt hier schon mal hin. Dann zeige ich unseren Zuschauern jetzt mal. Genau, du machst das schon. Ja, dann zeige ich unseren Zuschauern jetzt mal, wie so eine Pizza aussieht, die wir jetzt hier haben. Also okay. So sieht die dann aus. So, hier, ne? So ein wohlgeformtes Rund, belegt mit ordentlich Salami und also wirklich, wirklich lecker. Und ich zeige euch jetzt mal, wie das schmeckt. Ja, dann. Du kannst keinem zeigen, wie etwas schmeckt. Natürlich. Nein. Natürlich kann ich das. Acht bereit. Bam. Er wurde exekutiert. Ich gehe schon mal da gerade rein. Und sein Vertrag wurde annulliert. Sein Vertrag wurde annulliert. Sag ich doch. Hab ich das nicht gesagt? So, und jetzt. Ich kenne keinen, der erotisch eine Pizza besser als du. Und jetzt komm. Nur weil ich so alt bin. Halt das mal. Ich wette mit dir, die Hälfte unserer Zuschauer ist jünger als wir. Eh. Prozent davon. Schüler, die nichts zu tun haben. Ja. Also wir sind gar keine Schüler. Wir haben jetzt gerade auch nichts Besseres zu tun, deswegen machen wir. Obwohl das wir keine Zeit. Schüler sind, das muss schon was heißen. Ja. Oh, guck mal da! Ich auch. Yeah! Aber die Pizza schmeckt wirklich wunderbar. Ja, doch. Also ich bin mir sicher. Also wenn ihr irgendwelche Fragen oder Meinungen zu uns habt, dann schreibt sie doch bitte in die Kommentare. Wir freuen uns sehr darüber. Wir werden gerne nicht drauf eingehen und ja. Hoffen, dass ihr alle auch alt genug seid für dieses Spiel. Ich glaube, das ist ab 6, oder? Da müssen wir uns aber Gedanken machen, wenn ich eigentlich. Warte, wir sehen es doch hier. Also, das Spiel ist ab. Schlechte Rückschlag. Achso. Naja, also. Egal, ich doch. Also, das Spiel ist schon so herb, dass das hier gar keine Altersfreigabe hat. Also, deswegen waren unsere Warnungen hier wohl doch eindeutig berechtigt. Ich sag doch, es ist in Deutschland indiziert. Du wolltest mir nicht glauben. Wir müssen nicht da oben hin. Ich glaube, das cutten wir nachher. Mann. Ja. Ich hab das Ding da unten aktiviert. Und jetzt fahr ich das raus und mach so und dann mach ich den da. Und dann hab ich das Ding. Dann mach ich so und dann bin ich schon. Und jetzt hab ich noch den goldenen da, weil der Bett voll ist. So. Ja. Ja. Jetzt sind das nächste. Aktivieren wir das. Ich will das immer noch machen, obwohl wir jetzt schon 10 Minuten hier. Ja, doch. Also, der Dante weiß, wie man Pizza macht. Zumindest, ne? Er kann zwar sonst nichts, aber das kann er. Nein, natürlich. Dante ist natürlich besser Pizzeria. Aber die, also, kommt alle zum Dante? Nein, ich hab nur das auch. Was wollen die denn in der Südsee? Ah, jetzt muss ich noch da hoch und dann muss ich da hin. Nein, jetzt komme ich wegen dir nicht hoch. Ja. Denken Sie bitte nach über das, was Sie sagen. Ich trinke einen Schluck Wasser, bis du es geschafft hast, hochzukommen. Da ist eine Pizza. Ich komme nicht hoch, weil ich hier keinerlei Sichtfeld habe. Das ist schon irgendwie kacke, wenn du hier stehst. Komm mal wieder runter da. Ja, nur weil ich stehen geblieben. Ja, ich komme runter. Toll, ey. Toll! Ich
bin schon wieder oben, wollte ich mal dazu gesagt. Ja, dann mach das doch auch jetzt. Alter, nein! Warum bin ich denn jetzt selten gespawnt? Ich komm da nicht hoch, das ist ein Problem. Du kriegst keinen Hunger. Ja, du bist ja auch Yoda. Yoda ist ja auch alt. Oh mein Gott. Ja, weil wir damit beschäftigt sind. Oh, warte, ich komm hier unten. So, jetzt mach das. Ja. Alter! Ja, wir haben eindeutig zu viel Scheiße gelabert und zu viel Pizza gegessen. Ah, verdammt! Ich komm da nicht hoch, Jonas, zu klein. Also sind wir zu unfähig. Okay, ich hör das jetzt auf. Ist da jetzt hoch? Okay, jetzt bin ich schon mal da. Jetzt muss ich noch da. Jetzt. Nein! Ah, fick dich, Mann, fick dich! Ah! Oh, Glück! Gott sei Dank, ich hab's. Nein, da komm ich. Oh, come on. Nein, ich muss den noch aktivieren. Das war das Wichtigste. Ich musste erstmal das Kraftfeld deaktivieren, was da unten war, und den Schalter verdeckte. Jetzt hör auf, Pizza zu essen. Jetzt lass die Scheiße noch schnell fertig machen. Die Zeit ist vorbei. Wir kacken das eh. Was? Wir kacken? Mhm. So, das noch. So, das. So, guck, so einfach ist das. Sag ich doch. Hab's doch schon immer gesagt. So einfach ist das. So, okay. Das ist Spaß. Das sind die scheiß Pizzahasenmaul, Alter. Warum? Ich weiß, dass sie gut schmeckt. Aber wir haben jetzt Besseres zu tun. Oder spielen. Da. Gehen wir einfach direkt da rein. Und Scheiße, Mann. Das ist nie. Ah! Fickt euch! Ihr haltet uns nicht auf. Wir werden trotzdem da unten ankommen. Ah! Du hast mich umgebracht. Nett von dir. Wie nett von dir! Da kommen wir nicht dran. Und da kommen wir auch nicht dran. Weil das eine, für das eine brauchen wir dunkle Magien, für das andere brauchen wir ein Kopfgeld. Ach, noch Fragen? Wir will den Frage finden. Genau. Ah, so. Da kommen wir auch nicht dran. Das ist wahrscheinlich das, wofür wir dunkle Magie brauchen. Jetzt kommen wir. Voll scheiße. So lange dafür, dass da nichts rauskommt. Ja, und, doch, da kommt es. Was, wir haben über 500.000. Ja. Also war echt spaßig mit euch. Ich weiß, ihr seid neidisch auf uns, weil wir so viel Pizza essen, aber nehmt euch ein Beispiel, dann könnt ihr das auch. Ein Beispiel an was? Meine Pizza. Also, tschüss. Hier noch nicht losgezogen. So. So, jetzt sind wir da. Okay. Ja. Willkommen zu Tag 2 der verrückten Aufnahmesession von Let's Play Lego Star Wars. The Complete Saga. Die komplette Saga. Ja, wie ihr seht, SpongeBob und Patrick sind auch heute mal dabei. Und ja, die beiden haben viel Spaß. Ja. Und wir hoffen, wir werden sie nicht stören mit unserem Spiel. Ja. Dann kaufen wir erstmal ein bisschen sinnlose Scheiße von dem Kram, den wir da gesammelt haben. Oh ja, das ist gut. Doppelsprung und zurück in der Luft, um jeden Spezialangriff zu machen. Wozu?
Nee, das sind Tipps. Ja. Also, okay. Wenn wir etwas kaufen wollen, müssen wir darum. Bei Charaktere, Extras. Ich werfe Extras. Extras? Ja. Kaufen wir uns irgendwelche Scheiße. Ja, das da. Und diesen Bart. Und hätte ich gerne. Der Bart, ja. Verkleidung, die brauchen wir eigentlich. Gänseblümchen? Nee, die brauchen wir nicht. Chewbacca trägt C3PO. Ja, das müssen wir auch nicht haben. Okay. Sehe ich aus wie Chewbacca. Todesstern abschleppen? Ach Gott. Piep-Piep? Was ist Piep-Piep? Ich hab keine Ahnung. Kaufen wir es mal. Umrisse? Nein, der Umriss ist kacke. Oh, das können wir noch nicht. Aber irgendwo hatten wir doch Gänseblümchen. Sich erleichtern. Ich will nicht wissen, was es ist. Das, ja, ich muss auch mal da mich erleichtern. Kauf das mal. Warte. Wir hatten irgendwo einen Powerstern, den wir freigeschaltet hatten. Wird der nicht irgendwo angezeigt? Da. Überschlag. Superschlag, wie jetzt. Was? Sicher leichter willst du noch haben? Ja. Mit welcher Taste löse ich das aus? Ich habe keine Ahnung. Dann kaufen wir. Ja, gut, Charaktere können wir eh nichts mit anfangen. Ja. Gut, das ist aber dann. Warte, wir müssen das noch einstellen in den Optionen. Jetzt weiß ich, wir müssen diesen komischen Todesstern da erstmal rumfliegen lassen. So. Extras, adaptiver Schwierigkeitsgrad. Extras ein. Ein. Den Blick. Okay. Hey, jetzt sind wir voll getarnt und wie erleichtert euch das? Ich hab keine Ahnung, wie das funktioniert. Fragen wir mal den da. Na, komm schon! Ich hab keinen Plan, wie das funktioniert. Wir warten es einfach mal ab. Wir machen jetzt einfach mal Episode 1 mit mir durch, gell? Oh, so geil. Jetzt sind wir schon bei 2. Ja, Mann. Und ich würde sagen, dann beginnen wir auch mal, ne? Ja, auf zur Episode 2. Ja, auf geht's. Yay, Kopfgeldjägerjagd. Story. Jawohl. Ach ja, genau. Episode 2. Angriff der Klonkrieger. Kapitel 1. Kopfgeldjägerjagd. Hochspannendes Thema. Die Galaktische Republik stürzt noch tiefer in die Krise. Graf Doku führt eine Separatistenbewegung an, die die Zukunft der Republik bedroht und Controller fallen lässt. Auf dem glitzernden Stadtplaneten Coruscant beschützen Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker Senatorin Padme Amidala, da sie von geheimnisvollen Assassinen bedroht wird. Den Rest seht ihr nun in der folgenden Sendung. Sendung? Show. Let's play. Und wie ihr seht, sind wir vollkommen unauffällig. Das ist getan. Wie ihr seht, haben wir viel Spaß und jetzt wird's lustig. Denn ich habe das Gefühl, oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, die Senatorin des Bart im Gesicht. Woher wussten sie jetzt, dass da die Viecher sind? Ich hab keine Ahnung. Oh scheiße, die denkt sich auch, ich bin maskiert und hau jetzt einfach ab, obwohl ich... Die? Oh ja, yeah, auf in die Schlitten, fahren wir hinterher. Wo müssen wir lang? Richtig. Ich hab überhaupt keine Orientierung. Lass auf Bierk schießen wir. Okay. Oh, da hinter ihm her. Wir können ja jede Menge Scheiß zerstören. Ja. Ja, aber wie kriegen wir hier da Kohle? Rüber. Ah, da ist Kohle. Die Sachen, die ziehen sich aber nicht so an. Wie beim Dingens. Podrace. Ja, ist so cool. Wir müssen das alles so einsammeln. Ist doch voll geil. Nee, doch, ein bisschen, aber wir müssen schon so in etwa dran vorbeifliegen. Ist denn die Richtung? In welche Richtung müssen wir? Ich verliere total die Orientierung. Genau, wie deine Geschossen sind. Ich weiß nicht, mal welche. Ich weiß auch nicht, du bist der Grüne. Ah! Voll keine Orientierung heute. Ich fliege im Kreis. Ja. Ich glaube, die kommen uns gleich, oder? Kann das sein? Nee, die können uns bestimmt umkommen. Ja, wir müssen diese Dinger da einsammeln. Die Torpedos. Warum auch immer die hier so in der Luft rumfliegen. Dann müssen wir die Dinger damit kaputt machen. Und wie macht man das? Auf Kreis. Ah, alles klar. Ja, yeah. Das da können wir auch kaputt. Yeah. Das können wir aber auch nicht kaputt schießen, das wird da voll die Verschwendung. Ja, ich weiß. Aber das wird nicht Spaß.
Das war ich doch, der ist kaputt gemacht. Ja, ich habe aber meinen Kaffee auch aufgemacht. Ah, toll. Das heißt, wir haben noch mehr verschleppt. Ja. Ja, geil. Ich flieg grad gegen den Ball. Oh, oh, fuck. Fuck, da hinten. Ah, okay. Nee. Ja. Ich hab gerade voll keine Orientierung. Ja, da ist Mann. Etwas, wo ich einen Torpedo drauf werfen muss. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Oh, da! Geld! Ich hab's schon drauf gebraucht. Wir bräuchten ja irgendwie eine lila Münze. Ja, wär auch gut. Was ist das überhaupt für ein scheiß Level? Ich kann mich gar nicht dran erinnern, irgendwie. Ja, aber wir haben schon 4 von den 5 Dingern zerstört. Ich glaube, das ist im Nachhinein. Hey, dieser... ich hab Minikit eingesammelt. Oh. Wo auch immer ich das her. Oh, jetzt kommt's. Jetzt wird's spannend, jetzt fliegen wir durch eine Ende. Ein bisschen komischerweise jetzt in einem. Oh mein Moment. Gott! Also, das muss echt ziemlich gut sein. Sind wir jetzt getrennt? Weiß ich nicht. Oh ja, wir werden wieder entwissen. Okay. Ich bin gespannt. Wir müssen jetzt alles und jeden zerstören. Die kann macht die ganze Zeit im Kreis und bringt sie alle um. Und sammelt die Kohle ein, bitte nochmal. Sammelt die verdammte Kohle ein. Ich habe das Gefühl, ich glaube, ich bin geschafft. Fast geschafft. Ja, aber dann nur noch dazu. Wir müssen jetzt hier das. Oh, da! Nein! Nein, der Lila, der da. Ja, wir haben es schon geschafft. Wo will ich eigentlich? Du bist der Grün. warte mal, wir müssen die Dinger da kaputt machen. Zack. Oh, die geben voll viel Kohle. Kohle. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe so viele grüne Dinger hier. Lila Dinger mit so. Oh, Kohle, Zombie. Oh nein. Das ist so kacke, wenn man irgendwo gegenfliegt, dann stirbt man ja sofort. Okay, das macht Sinn, aber. Was? Danke, wow. Das war ich. Oh ja, die Dinger hat mir auch schlimm, Alter. Das ist gar nicht aufgefallen. Das ist alles unerkannt. Ah, ich habe mir noch ein paar Torpedos mitgenommen, ne? Wie? Dann bin ich die einfach mitgenommen. Ah. Du hast sie mitgenommen, wenn du sie mitgenommen hast. Ja. Das ist gut. Darüber schätzen. Oh ja, warte mal. Ja. Also, wenn du mal gut schaffen willst. Wie soll ich Torpedos, die er mitgenommen hat? Voll ins Gold geflogen. Ah, komm schon! Ich hoffe, das Level geht noch ein bisschen, weil wir haben jetzt ein bisschen über die Hälfte, das ist schon mal gut. Aber noch nicht genug. Bei weitem nicht genug. Au. Da hinten ist irgendwie sowas, das schießt auf uns. Nein, du machst kaputt. Dich erwischt. Oh, nein, lila. Blau. Blau, ja, ich sag mal lila. Wenn wir hier rein, los, komm, zerstören wir alles, was ich mit so einer Rage stelle. Ja, 12 Euro. Oh, einsammeln. Komm zurück. Zerstören und einsammeln. Ich weiß gar nicht, was man hier zerstören kann. Ich hasse diese Flutlevel, Mann. Ja, da stirbt man so schnell. Ja, außerdem sind die auch verlangt, oder nicht? Weil wir immer nur das Gleiche machen. Ja, wir haben es geschafft. Oh, jetzt geht's los. Geht's in die Unterwelt? Wie ihr seht, sitze ich alleine in diesem Bau. Oh, schon wieder? Weil ich bin ich eigentlich schon mal umgefahren. Wer von uns ist der bessere Pilot? Keine Ahnung. Oh mein Gott, warum ist dieser Tank? Ich glaube, ich bin. Ich bin tot. Wer ist der von mit den kurzen Haaren? Anakin. Dann hab ich Anakin. Den grün, ja? Ja. Ja, ich hab vielleicht schon blau. Noch nicht. Da ist eine blaue Münze! Ah, die ist auch von mir. Ja, egal. Ich zerstöre alles. Die Steuerung von den Dingern ist so beschissen. Ich hab's aber alles zerstört, also von daher können wir jetzt einfach weitermachen. Sammel ein die Kacke. Was ist auf der anderen Seite? Ja, das ist noch eine. Anscheinend, ja. Oh, das ist noch eine. Scheiße. Komm schon. Und da ist keiner mehr. So, wie ich sehe, haben wir jetzt das hier geschafft. Ja. So, und jetzt müssen wir uns wieder bei dir die schönen Kapitos holen. Warte. Erstes Mal ist da noch so ein Ding. Oh, nein. Oh. Wir brauchen alles wieder. Okay. Oh, da. Sammel ein. Sammeln wir das auch ein. Haben wir es fest. Wir schaffen es. Ja, wir müssen ja noch ein bisschen mehr zerstören. Ja. Ich glaube, wir schaffen das. Diesmal. Ja, toll. Habe ich ja bei den Torpedos gleich auf.
Oh, ja. Oh, der Lila, das ist ein bisschen blauer. Oh mein Gott. Yeah! Wir haben es geschafft! Yeah. Yeah. Du musst trotzdem noch die Dinger zerstören, aber jetzt können wir auf das Geld scheißen. Ja, und wir sammeln es aber trotzdem ein, weil dann können wir uns wieder unnötige Scheiße kaufen. Mit ja, Leute. Toll, aber was sollen wir für unnötige Scheiße kaufen? So viel unnötige Scheiße gibt es gar nicht mehr. Ja, natürlich, es gibt noch so viel Unentdecktes. Guck, jetzt kannst du dir hier auch wieder so ein Torpedo mitnehmen. Warte mal, das Ding ist doch noch gar nicht kaputt. Ja, du kannst dir hier auch gleich noch Torpedos mitnehmen. Weißt du? Ja, achso, ja. Ah Gott, die Dinge abzufeuern ist überhaupt raus. Du hast mich umgebracht. Wie? Ich hab dich umgebracht. Ja, du hast ein Torpedo in mich geschossen. Nein, hab ich nicht. Ja doch. Nein, hab ich nicht. Doch, du hast ein Torpedo auf das Ding geschossen. Nein, hab ich nicht. Nein. Natürlich. Nein. Ich schieß gerade mal ein Torpedo. Jetzt komm her, Alter. So. Ja, deswegen, guck, ich habe jetzt wieder 3 Torpedos. Ja, klar, da gibt's so eine Mega-Explosion. Die halbe Stadt explodiert. Ja, ja, und der Typ hat die ganze Zeit da auf uns gewartet. Oh, wir müssen ihn jetzt zerstören. Ja, ich hab Torpedos. Wo ist er? Ich bin halt da. Zerstören! Wie gesagt, der Kauz ist schon. Ich wüsste überhaupt nicht. Keine Ahnung. Aber wir haben ihn getötet. Der Typ war mal auch nicht. Oh ja. Der Typ hat sein Raumschiff auch. Ja, unsere Raumschiff auch. Die sind alle in der Kammer. Alle Schwürmer. Oh, oh nein. Oh nein. Oh nein, Boba Fett hat durch den Schnurrbart. Und das war schon wieder ein abgeschlossenes Level. Yeah. Das ist so und, gut. Und Patrick, hast du es langsam? Ich will da lieber. Die beiden sind immer noch beschäftigt, lass sie mal. Ich will da lieber nicht stören. Das ist zu intim, was da so abgeht. Und wie ihr seht, reißt sich von vorher schon ganz schön die Augen auf. Also, sein Grinsen ist genial. Wir lassen die gleich mal in Ruhe. In deinem Zimmer. Boah, also wie viel Kohle wir schon wieder haben, ey. Ja, wow. Und 3 Teile. Ja, 3 Teile ist doch fast die Hälfte. Ja, ist mehr als die Hälfte. Wir haben jetzt 10. 11. Ja. 11 Jordan, seht ihr? Okay, ich mach jetzt einen Cut. Okay, dann Cut mal. Okay.